40 Jahre Glaserei Reiterer und 10 Jahre Kunst in der Werkstatt. Ein Jubiläum, das Uschi und Gerhard Reiterer am 8. November in angenehmer Gesellschaft feierten. Auffälligster Hingucker, eine Glasskulptur mit einem stacheligen Phallus. Wer dafür Modell gestanden ist, konnten wir von der Künstlerin leider nicht in Erfahrung bringen. Uschi und Gerhard, wir haben uns schon ein bisschen umgeschaut. Ihr habt sehr interessante Objekte hier. Uns ist sofort aufgefallen, die Statue mit dem riesigen Penis. Warum macht man das? Warum darf man als Frau nicht einen Mann machen? Die Männer machen Frauenskulpturen und Frauen machen Männerskulpturen. Wer ist denn der Pate gestanden oder Modell? Das wird nicht verraten. Wird nicht verraten. Kein Kommentar. Okay. Was machen Sie denn am liebsten? Von der Skulptur her. Frauen. Frauenkörper. Mit dabei waren die Künstler Franz Strebinger mit Gattin Busaba, Christine Heiden und Leonard Ascher. Joe Titti sorgte für den erdigen Blues. Wie vielte Ausstellung ist das jetzt heute? Die 10. 10 Jahre Kunst in der Werkstatt. 10 Jahre mache ich das. Vor 10 Jahren habe ich angefangen mit einem kleinen Tisch. Da waren 5, 6 Objekte oben. Und heute schauen Sie sich an, die ganze Werkstatt ist voll. Also Connection zum Blues, meine, es ist folgendes. Wir haben heuer 40 Jahre Glaser Reiterer. Und Joe Titti spielt ein bisschen für uns. Er ist mit mir damals in die Schule gegangen, ist vor langer, langer Zeit. Und er hat gesagt, er kommt zu unserer 40er Feier und tut uns ein bisschen was darbieten. Unter den Kunstliebhabern waren vor Ort Guido Kurz, Stadtvize Christian Samwald, die Banker Martin Maurer und Johann Woltron, Stadtrat Andrea Reisenbauer mit Gattin Franz und Gemeinderat Franz Reiterer, Karl Pötzelbauer und Martina Klengel, sowie Ottmar und Edith Bosch und Horst Reingruber. Stadtvize Christian Samwald hielt die Laudatio zum 40-jährigen Firmenjubiläum und zum 10-jährigen Bestehen der Glaskunstmanufaktur von Uschi Reiterer.